Hallöchen, meine lieben Balkongärtner. Ich liebe Salat und am besten ohne Chemie in Bioqualität direkt von meinem Balkongarten. Heute möchte ich euch mein Geheimnis verraten, wie ich es geschafft habe, so einen tollen Salat zu züchten. Der Salat sieht super intensiv grün und gesund aus. Schädlingsbefall ist auch keiner zu sehen. Und das alles ganz ohne chemische Hilfsmittel. Aber jetzt mal zu den Fakten. Was habe ich gemacht? Vor circa 6 Wochen habe ich mir im Gartencenter Salatjungpflanzen gekauft und dann habe ich sie in meinen Balkonkästen umgepflanzt. Dabei habe ich frische, ganz einfache Gartenerde verwendet, die ich mit circa 10% Wurmhumus angereichert habe. Was das genau ist, habe ich unter dem Video verlinkt. Der Wurmhumus versorgt meinen Salat mit den wichtigsten Nährstoffen und aktiviert das Bodenleben. Beim Einsetzen in die Erde solltet ihr euren Salat gut angießen. In der ersten Woche ist es sehr wichtig, die Erde gut feucht zu halten, damit der Salat weiterhin Wurzeln ausbildet. Danach natürlich auch noch gießen, aber Achtung, umso größer der Salat wird, umso vorsichtiger müsst ihr sein, damit sich kein Schimmel unter den Blättern bildet. Jetzt habe ich noch 2 weitere Dinge gemacht. Ich habe gleich nach dem Einpflanzen den Salat mit Brennnesseljauche bespritzt, von oben und von unten, damit sich keine Schädlinge ausbreiten können. Und die Pflanze wird auch noch zusätzlich gestärkt. Meine Brennnesseljauche habe ich ebenfalls unter dem Video verlinkt. Nach circa 2 Wochen habe ich dann noch eine Behandlung mit Neemöl durchgeführt. Dazu habe ich ein spezielles Video gemacht, was das genau ist, wird am Ende eingeblendet. Und das war auch schon alles, was ich gemacht habe. So hat es bei mir funktioniert und ich denke, das Ergebnis ist wirklich ansehnlich. Ja, meine Lieben, und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich wiedersehen wollt, ja, dann vergesst das kostenlose YouTube-Abo nicht. Wünsche euch viel Erfolg beim Gärtnern. Bis bald, euer Balkonier Christian. Ciao.